Als nächstes schauen wir uns was aus dem Hause Nintendo an, und zwar Metroid Prime. Nintendo eigene Serie. Den Titel selber noch gar nicht angespielt. Also das heißt, jetzt starte ich das auch hier zum ersten Mal. Ich habe schon mal ganz kurz geguckt, dass es läuft, als ich es bekommen habe, aber habe es jetzt auch noch gar nicht länger gespielt. Ich weiß nur so viel, dass es auf dem Super NES ein 2D-Side-Scroller war, und wenn mich nicht alles täuscht, hat es auf dem N64er dann in 3D geschafft, und ja, das ist dann jetzt hier die Fassung für den GameCube. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil. The history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should, wenn man den Kritiken glauben darf, wohl ein sehr lohnenswerter Titel. Natürlich auch für Liebhaber der Serie sowieso. Aber ich hatte bisher so noch keinerlei Berührungspunkte mit dieser Serie, und ja, das ist jetzt eigentlich so das erste Metroid, mit dem ich mich jetzt hier auseinandersetze. Dass sich im Laufe der Spiele irgendwie herausgestellt hat, dass Samus ein weibliches Wesen ist und kein männliches wie ursprünglich angenommen. Ich weiß aber auch nicht, in welchem Teil das jetzt dann tatsächlich herauskam. Nachdem ihr so eindrucksvoll auf der Plattform gelandet seid und diese Rundum-Videosequenz von Samus, könnt ihr euch hier auf der Plattform entsprechend umschauen, und ihr werdet durch eine Art Tutorial geführt. Mit der linken Schultertaste könnt ihr entsprechend die Ziele anvisieren. Das funktioniert dann relativ automatisch. Und damit haben wir dann das erste Kraftfeld hier deaktiviert. Okay, hier ist jetzt, ein weiteres Kraftfeld, aber das kann ich noch so nicht ohne weiteres durchdringen. Hier muss ich erstmal meinen Scanvisor entsprechend einsetzen. Okay, das Kraftfeld ist blockiert. Kann erst deaktiviert werden, wenn die Sensoren rot leuchten. Okay, die lassen sich aber noch nicht aktivieren, weil der Schalter noch außer Betrieb ist. Okay, das heißt, wir müssen hier jetzt erstmal den Mast finden, auf dem sich ein weiteres Kontrollfeld befindet. Schauen wir mal hier zurück, was wir hier haben. Mal schauen, Moment, hier ist doch ein Mast, und okay, die Schalter sind jetzt aktiv. Ah ja, okay, das sind aber auch 6 Stück, also 2 noch in etwas oberem Bereich. Ich werde jetzt mal hier den Visor wieder schließen. Die unteren erreiche ich automatisch. Für die oberen muss ich dann den rechten Stick gedrückt halten. Dafür legt Samus dann entsprechend hier die Hand auch an die Knarre, und mit der linken
gleichzeitig mit der linken Schultertaste visiere ich dann höher liegendere Ziele an. Das gleiche machen wir dann auch nochmal auf der anderen Seite. Und damit haben wir dann das Kraftfeld deaktiviert. Okay, mit B könnt ihr springen. Der Sprungbutton ist auch eben nochmal angezeigt worden. Also ihr werdet hier wirklich schön an die Hand genommen, also auch wie für mich, der jetzt hier wirklich nochmal ganz kurz reingespielt hatte am Anfang, um zu schauen, ob das Spiel funktioniert. Passt soweit perfekt. Moment, was dreht sich hier? Vielleicht nochmal mit dem Visor. Okay. Umgebung unsicher, okay, also müssen dann eventuell mit Gegnern rechnen. Okay, hier ist auch wieder. Aktivieren wir wieder unseren Visor. Okay, wir können den Druckausgleich der Luftschleuse damit vornehmen. Ist auch immer wieder schön eingesetzt hier die Vibration. Immer wenn hier mal was von der Decke fällt, dann gibt die Rumble-Funktion des Controllers euch da entsprechend kurz ein haptisches Signal. Sollten wir mal gucken, dass wir uns hier nicht irgendwie verirren. Aber wir müssen jetzt hier hoch und dann sind hier, glaube ich, auch den Visor aktivieren. Okay. Weltraumpirat, Tod durch Säureverätzung, okay. Hier waren also die ersten Gegner, die jetzt hier schon eliminiert sind. Moment, was ist das? Da bewegt sich aber irgendwas. Wie sollen wir wieder einfahren? Aber der automatische Zielmodus zeigt uns jetzt keine Gegner an. Moment, was ist hier? Ah, okay. Rettungskapsel. Okay. Also er scheint wohl ein Gegner zu sein. Und okay, jetzt habe ich hier auch was eingesammelt. Was ihr noch machen könnt, das ist ja generell bei vielen Metroid-Spielen so. Ich kenne jetzt Nintendo 3DS-Version und ihr könnt euch hier immer in so eine Kugel verwandeln, um dann an gewisse Stellen zu kommen, die ihr normal nicht erreichen könnt. Okay, dann könnt ihr, wenn ihr A gedrückt haltet, dann könnt ihr eure Kanone aufladen für einen stärkeren Schuss. Okay, da scheint so allerhand Viechergewusel unterwegs zu sein und ich glaube, hier könnte sogar unter Umständen zum ersten Mal unsere Kugel auch zum Einsatz kommen. Wo war das gewesen? Hier. Gibt mir zwar jetzt hier im Territory keinen Hinweis, aber da ich das schon weiß, mache ich mich mal mit meiner Kugel hier durch. Okay, zum Download das Hologramm berühren. Auf jeden Fall schon mal wirklich ziemlich gut gemacht. Okay, durch Z. Ah ja, okay, wir haben also jetzt eine Karte des Bereichs gefunden. Das ist natürlich äußerst hilfreich. Der braune Bereich hier hinten ist der, in dem wir schon waren. Und der andere, der noch nicht entdeckt ist, ist der unfarbige. Das ist natürlich gut. Ich denke mal, das war jetzt hier vielleicht sogar schon ein Zusatz. Bereich. Wir gucken mal, wir gehen hier wieder unsere Kugel und rollen mal wieder zum Hauptweg zurück. Und dann gehen wir mal hier nach rechts, deaktivieren das Kraftfeld und ja,
Dann kommen wir hier entsprechend weiter. Jetzt sind wir natürlich immer noch auf keinen Gegner getroffen. Okay, jetzt wieder ein Hinweis auf den Visor. Runter. Okay, ja, jetzt bekommen wir hier den Hinweis zu dem Morphball. Gut, es war jetzt eigentlich ganz einfach. Man musste hier nur warten, bis die Blitze hier pausieren, und dann ist man hier mit der Kugel durchgekommen durch diesen Bereich. Okay, das war jetzt eigentlich ein eher leichtes Rätsel, aber ich dachte, bevor ich jetzt da länger rumsuche, möchte ich euch jetzt nicht so lange vor der Kamera festhalten. Ja, ich hatte gehofft, dass wir hier nochmal irgendwie einen Gegner treffen. Ja, das sieht doch mal schon nicht so schlecht aus. Das sieht doch irgendwie, der sieht doch böse aus. Gegner. Und was ist hier? Noch ein Gegner. Ja, doch. Also durchaus spaßig gemacht. Da kann man, denke ich mal, durchaus mehr Zeit verbringen. Das motiviert hier definitiv zum Weiterspielen. Also ich würde mal sagen, so die Lorbeeren aus den verschiedenen Rezensionen sind hier durchaus berechtigt, wobei jetzt natürlich die ersten 10 Minuten jetzt nicht wirklich viel sagen kann, aber ich denke mal, das geht mit Sicherheit genauso gut weiter, wie es jetzt hier gestartet hat. Okay, Missiles kann ich hier auch noch abfeuern. Okay, ja, cool. Nicht schlecht. Wahrscheinlich dann doch für die härteren Gegner noch. Okay, die Tür kann nicht mit dieser Waffe geöffnet werden. Und ja, konnten wir mit den Missiles entsprechend öffnen. Okay, ja, ich denke mal, für einen ersten Eindruck, für mich, für euch, soll es reichen. Das waren jetzt so die ersten roundabout 10 Minuten für das Spiel. Muss sagen, gefällt mir sehr gut. Vielleicht werde ich es doch auch mal länger spielen. Dann nehme ich euch natürlich gerne auch mal noch mit dazu, wenn es dann noch Interessanteres zu sehen gibt. Aber würde ich hier durchaus sagen, ja, wenn ihr es günstig bekommt, ich glaube, so ganz teuer ist der erste Teil nicht. Es spielt sich irgendwie so um die 10, 15 Euro ab, wenn ihr ihn entdeckt und schlagt zu. Der zweite Teil ist meiner Beobachtung nach dann doch immer etwas teurer gewesen. Aber ich denke mal, hier mit dem ersten Teil könnt ihr ruhig anfangen. Das ist auf jeden Fall mal locker ein Zehner wert. Das war also Metroid Prime für den Nintendo GameCube. Ja, der nächste Titel bedarf wohl nicht vieler Worte. Mario Kart ist eine Serie, die ja so ziemlich jeder, der so ein bisschen was mit Nintendo zu tun hatte, kennen dürfte. Habe ich auf dem Super NES auch ganz, ganz viel mit meinem Jugendfreund gespielt. Wir haben uns da also wirklich ja auch tagelang und nächtelang die Zeit um die Ohren geschlagen und haben dann ja, Mario Kart Versus, im Versus-Modus ganz, ganz viel gespielt. Und ja, Mario Kart Double Dash ist ja der Nachfolger, wenn man das so will. Und
der hat halt diese Besonderheit, dass ihr hier zu zweit auf einem Kart unterwegs sein könnt. Also quasi kooperativ, das ist natürlich sehr nett. Finde ich eigentlich gut und das gab es jetzt so bisher meines Wissens jetzt irgendwo nicht mehr. Ich habe jetzt auch den Mario Kart 8 für die Wii U gespielt. Da meine ich nicht, dass es auch einen Modus gegeben hätte. Von daher da auch jetzt auf jeden Fall Alleinstellungsmerkmal. Zu diesem Zeitpunkt natürlich auf jeden Fall. Also geht auch wieder mit bis zu 4 Spieler. Nintendos eigene Spiele sind ja in der Regel immer sehr, sehr familienfreundlich. Gut, Metroid Prime, was ich euch eben gezeigt hatte, ist natürlich ein Solo-Player-Titel, obwohl er von Nintendo selber ist, aber die Mario-Spiele sind natürlich generell alle für mehrere Spiele ausgelegt. Und ich würde jetzt mal versuchen, ob ich dann trotz alledem... Ne, wir machen erstmal kurze Single-Runde. Ja, ich denke mal, brauchen wir wahrscheinlich nicht viel zu erklären. Ihr habt ja hier dann... Je nachdem, wie gut ihr schon seid, könnt ihr hier dann die unterschiedlich schnellen Fahrzeuge auswählen. Das wird nach hinten raus natürlich dann auch ein bisschen schwieriger. Ich persönlich mag immer den Yoshi sehr gerne. Und ja, hier kann ich mir jetzt noch mal einen zweiten Mann entsprechend aussuchen, der dann halt entsprechend vom Computer gesteuert wird. Vielleicht reicht das ja schon auch für eine Demonstration dieses... ja, Zweispieler-Modus oder dieses Zweispieler-Koop-Modus. Ja, also der zweite Spieler steht hier hinten dran und es ist tatsächlich dann auch so, wenn ihr zu zweit dann richtig spielt, dass er dann auch hier hinten dann so beschleunigt, also dann quasi schon ein bisschen euer Kart anschieben will. Und normal ist es dann so, dass auch dann der hintere Spieler dann derjenige ist, der dann die entsprechenden Upgrades auf die anderen werfen kann. Also wenn ihr hier irgendwelche Schildkrötenpanzer oder so einsammelt, dann wirft die dann entsprechend der hintere Spieler, der das dann ja auch mit seinem eigenen Controller irgendwo tut. So, jetzt haben wir natürlich keinen. Jetzt mal schauen. Aktivieren wir das natürlich selber, aber normalerweise wird das dann von dem Mitspieler gemacht und das ist so eine ganz schöne Komponente, die man hier hat, weil man da natürlich ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl dann auch hat. Ja, grafisch ist das natürlich jetzt auch hier sehr, sehr schön. Ist ein gutes Geschwindigkeitsgefühl. Ja, und so schnell ist man dann auf dem ersten Platz. Weil ich sagen muss, mit Mario Kart hatte ich aber auch tatsächlich schon sehr, sehr viele Berührungspunkte. Da ich das auf dem Nintendo 3DS auch schon sehr ausgiebig gespielt habe, mit den Kindern und auch mit meiner Frau. Auch so gibt es auch mal ab und zu ganz gerne. Und von daher, klar, versteht sich von selbst, dass man dann in der 50 CCM-Klasse dann auch gleich den ersten Platz macht. Noch dazu, die Strecken sind einem ja dann auch irgendwie bekannt. Gerade dieser Pilzcup, der ja, zieht sich dann ja auch durch. Ja, ihr habt ja jetzt diesen Doppelwürfel eingesammelt, ist auch nett. Dadurch habt ihr dann 2 Upgrades und ihr könnt dann hier sogar die Position tauschen. Dann springt dann der zweite Spieler, der Fahrer, nach hinten. Nochmal loswerden, nochmal so einen Zweierwürfel einsammeln und ja, wenn der eine Spieler sein Upgrade losgeworden ist, dann tauschen die beiden. Finde ich unheimlich nett gemacht, unheimlich witzig. Für mich eins der besten Mario Karts, was es überhaupt gibt. Ja, wir schauen uns nochmal an, so was es jetzt noch eventuell an Einstellungen und sonstiger Spieloptionen gibt. Spiele selber, klar, ihr könnt den Rumble an- und ausmachen, ihr könnt hier einen Zeitfahrergeist anstellen, damit ihr immer seht, wie gut ihr dann eigentlich seid, wenn ihr gegen die Zeit fahrt im Vergleich zum vorherigen Rennen. Hier könnt ihr noch die Items und die Runden noch einstellen. Ja, und was die Spielmodi betrifft, mehr als Grand Prix und Zeitfahren habt ihr hier gar nicht, aber ich finde, das reicht ja dem Grunde nach auch. Wenn es denn wirklich Spaß macht, dann
ist das ja vollkommen in Ordnung. Ihr könnt hier die Cards auswählen und wechseln. Ja, und natürlich müsst ihr die anderen Cups dann auch erstmal freispielen. Also ihr habt jetzt hier den Pilz-Cup, den Blumen-Cup und den Sterne-Cup, den ihr von Anfang an gleich spielen könnt. Und da werden dann spätere noch weitere dazukommen, die ihr jetzt eben halt noch nicht freigespielt habt, was dann geschieht, wenn ihr dann diese Cups hier erfolgreich gespielt habt. Ja, das ist jetzt mal so ein kurzer Eindruck von Mario Kart Double Dash. Also super, super gut, sieht grafisch total schön aus, auf der Höhe der Zeit, auch für den GameCube, heute noch sehr, sehr gut gealtert. Leider sehr, sehr teuer. Ich habe das Mario Kart auch selber nur zusammen mit einem GameCube bekommen, aber leider auch nur die Disc und habe mir dadurch dann die Hülle selber basteln müssen, habe mir dann Cover ausgedruckt, aber ich habe wenigstens dann die Original-Disc und ja, dann ist das so ganz in Ordnung für die Sammlung, weil allein schon, ja, manchmal die Disc alleine kostet schon 30, 40 Euro und von daher, ja. Bin ich ganz froh, dass ihr meine Sammlung habt. Wenn ihr das gerne haben wollt, das Mario Kart, dann setzt euch das irgendwie mal bei eBay vielleicht auch eine Suche, auch eine gespeicherte Suche. Vielleicht habt ihr mal Glück und kommt dann mal für 20, 30 Euro irgendwo dran. Oder vielleicht in der Kombination mit dem GameCube, mit dem Gerät und ihr verkauft das Gerät danach wieder oder irgendwie sowas in der Art. Ja, das war also Mario Kart Double Dash für den Nintendo GameCube.